Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar mit mir, dem Darth KLP. Und ja, abonniert auf jeden Fall und liked das Video, weil wir müssen jetzt einen Ratten retten, genau. Nee, einen. Wir müssen die Wilderer besiegen. Perfekte Anmoderation, Kylo. Und wir müssen einen Drachen retten. Also let's go. Wir beeilen uns, bevor der noch aufgibt und stirbt. Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ja, wunderbar, Alter. Hey, stehen bleiben. Schau, was da jetzt ist. Protego. Ja, Protego. Ja, was muss ich da machen? Ach hier. Ich glaube das, oder? Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Oh Gott, da kommen ja ganz viele. Ja, schwarzer Hybride, eindeutig. Der so, oh. Ja, guten Hunger. Lass es dir schmecken, auf jeden Fall. Oh nein, der mit Rache. Okay, cool. Dann jetzt fliegen wir mit dem
Okay. Das war ein schwarzer Hybride. Ah. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Oh Gott, das war dann die Mutter. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Ich kann ihn ruhig aufziehen. Ich habe andere Tierwesen. Das ist nicht gut. Was, wenn wir das Ei behalten? Meinst du, die Wilder rächen sich? Ja, was, wenn wir das Ei behalten? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor nee. Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Ja, es sollte nach Ungarn gehen, zu einer Drachenkolonie. Genau, wie Hagrids Drache. Genau. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten, nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Ach, mach dir nichts draus, bin ich schon vorher gewesen. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt, wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Jupp, wir müssen einfach nach Hogwarts. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Jo. Tschüssi, kannst du apparieren? Okay, die sieht uns später im Schloss. Okay, Aufgaben haben wir gerade keine. Die Recall weiß ich nicht, wo einer ist und eine lila Kröte auch nicht. Ja, okay, eigentlich sind die Aufgaben hier alle scheiße, ne? Hauselfen, finde die Höhle. Okay, das wollte ich im Stream machen. Obwohl, das ist eine... Das ist eine sehr spannende Aufgabe. Professor Weasleys Aufgabe? Haben wir eine Aufgabe von Professor Weasley bekommen? Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir... Ey, sie kann apparieren. Fortschritt. Das will ich auch. Ach so, oh, jetzt sind wir hier wieder beim Lager, oder wie? Ach so, das war nur eine Eule. Ich habe mich gerade so gewundert, so, hä, was ist das nochmal für ein Geräusch gewesen? Aber ja, es war Flügel. Aufträge. Schließe Professor Weasleys Aufgabe ab. Okay, die wäre... Hier. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite in Verwandlung die Zwischenstufen in der Bibliothek. Ach, in der Bibliothek. Aha. Okay, da. Dann. Karte von Hogwarts. Nee, Weltkarte, hä? Hey, was habe ich denn jetzt für eine Kacke gemacht hier? So, danke. Jetzt ist es hoffentlich weg. Ach so, ja, ich muss nochmal zu M. Karte von Hogwarts. Und... Zack, dann sind wir hier. Genau.
Nein, ich will nicht rausgehen und ja. Genau, dann, was wollte ich gerade? Ach so, ja, genau. Wir wollten ja in die Bibliothek gehen. Hier ist mal wieder keiner draußen, weil es Nacht ist. Hallo, was machen Sie denn so spät draußen? Mich interessiert das aber auch nicht, wenn ich auf deine Schuhe schieße. Okay, ja, von weitem sieht das schon echt nice aus, aber wenn man so nah dran ist, so... Nee, ist nicht so geil, finde ich. Aber zum Glück weiß ich aus dem Kopf, glaube ich. Ja, was machen die? Okay, die verkloppen sich nicht. Schade, weil das liebe ich, wenn die das machen. Okay. Dann Bibliothek, Bibliothek, Bibliothek. Die müsste hier sein. Hier sollen Handbuchseiten sein. 68 Galeonen. Hä? Hier sind doch keine Handbuchseiten. Hä? Okay. Tolle Musik, tolle Musik, tolle Musik. Was? Ah! Oh, hallo, Pieps. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das spaßig war. Das sah sehr spaßig aus, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann laufen wir hier mal hin. Und ich hoffe, wir finden das auch bald. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Folge jetzt schon? Das habe ich ganz vergessen. 12 Minuten, ja gut, das ist ja eigentlich noch ganz okay. Okay. Hier, was ist hier? Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Fliegt hier zufälligerweise eine rum? Nee, oder? Nö, muss ich da reingehen? Unterirdischer Hafen. Was war das denn nochmal? Ist das ein Fahrstuhl? In Hogwarts gibt es Fahrstühle? Ja, das sieht ganz so aus, als ob das ein Fahrstuhl wäre. Das ist also der unterirdische Hafen. Okay, und da muss irgendwo hier... Hä? Oh, ich stehe ja komplett drin. Rebellion. Okay, unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viaduktruf befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über dem großen See nach Hogwarts bringen. Okay, cool. Hier einmal nach oben, bitte. Danke. Ah ja, okay, das dachte ich mir jetzt schon. Nicht. Okay, ich gehe einmal hier hin. Und ich hoffe, die sieht mich nicht, aber ich denke schon, dass sie mich nicht sieht. Ach, 500 Galeonen bekommt man. Ich dachte, man bekommt 100. Ja gut, wenn es so ist, ne? Dann müssen wir noch die zwei. Da müssen wir noch eine Seite finden und dann haben wir die Aufgabe auch schon gemacht. Genau. Heute ist ja der 11. Mai, also bei mir. Und heute ist Donnerstag und am Samstag streame ich ja immer und ich überlege gerade, ob ich eher Hardcore oder halbe Herz mache beim Stream, also Minecraft. Aber das Ding ist, wenn ich halb Herz mache, leckt mein Minecraft so sehr, dass ich wahrscheinlich eher Hardcore mache.
Die Zwischenstufen der Bibliothek. Können wir uns in den drei Besen treffen? Ah, du schon Seit wieder. Wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Ja, so viel sicherer ist das dann jetzt nun wiederum auch nicht, ne? Dieses Buch, um das mich Professor Ruse... Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Hallo. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Klar, gerne doch. Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, okay. Egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ja, du ich bist fange auch Ravenclaw. Mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Könnte lustig werden, wenn es sagen muss. Ja, könnte lustig werden. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Der Schnatzer. Der goldene Schnatzer. Schnitzer? Genau, der goldene Schnatzer. Der goldene Schnatzer. Richtig. Genau, das war ein Vogel. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Die sind nicht ausgestorben, sie sind vom Aussterben bedroht. Felix Felicis. Der, ich hab nicht mal gelesen. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Das wusste ich auch schon. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Um Heiligtümer des... Genau, um die Heiligtümer des Todes. Digga, das sind ja einfache Fragen, Alter. Richtig. Laut Biedel dem Baden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Ja, welcher beiden Quidditch ist der größte? Der größte, also der Schnatz ist auf jeden Fall nicht, das ist der kleinste. Ich glaube, der Quaffle ist am größten. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Der Quaffle. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffle in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Nein, die Spezies nicht. Aber wenn ein Mensch sich in einen anderen Mensch verwandelt, dann schon. Aber wenn man Katzenhaare nimmt, kann es sehr schwere Folgen haben auf jeden Fall. Sieht man im zweiten Teil, glaube ich, bei Hermine. Genau, die hat sich in eine Katze verwandelt. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Aber das habe ich leider gerade vergessen. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Oh ja, ich hab Bock. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ich hätte gerne mehr Fragen. Ja, komm, lass machen. Ich möchte mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Davor, der Rat der Zauberer International. Ohne Merlin. Ich glaube, das ist die Internationale Zauberervereinigung. Nein, das ist falsch. Richtig ist der Rat der Zauberer. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde. Aber die Frage war auch ehrlich schwierig. Also das wusste ich nicht, ich habe geraten. Welche Drachenart ist die kleinste? Der basilische Grünling. Ach, das gibt's nicht. Opalauge? Was ist denn Opalauge, Leute? Ich muss kurz googeln. Wie heißt das? Antipodische Opalauge. Hier. Hier. Harry Potter Wiki.
Das antipodische Opalauge ist eine der Drachenarten, die Newt Scamander im Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind beschreibt. Ursprünglich aus Neuseeland stammt, ist es für diese 2 bis 3 Tonnen schwere Rasse durchaus üblich, nach Australien zu wandern. Okay, 2 bis 3 Tonnen. Dann ist es wohl eher nicht die kleinste, denke ich mal. Peruanischer Viperzahn habe ich noch nie gesehen. Und der ukrainische Eisenbauch ist, würde ich sagen, jetzt auch nicht sehr klein. Also würde ich der peruanische Viperzahn. Großartig. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Oh, der da vielleicht? Quincy Hogg. Nein, die Antwort ist Hengist von Woodcroft. Es wird angenommen, dass Hengist das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Was? Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen... Eine Runespore. Das ist falsch. Die Antwort lautet Demigeist. Digga, ich hab die Frage nicht mal verstanden. Der Hintertür kann sich unsichtbar machen. Aber die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Was ist ein Letifold? Wahrscheinlich weiche Zurückflug. Nein, die Antwort ist der Patronus-Zauber. Der Patronus-Zauber kann aber nur den Mentoren. Der einzige Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Von Gomb. Ach nee, oder? Doch, ich glaube von Gomb. Genau. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Draco nomis dunquam titillandus. War das nicht richtig? Das ist kitzle nie einen schlafenden Drachen. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Ja, Draco dormiens nunquam titillandus. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Ja, hab ich doch gesagt. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? In seinem Maul? Der Basilisk, Erschwinderin, Ronespoon. Nee, der Basilisk sind Schlangeneier, die von einer Kröte ausgebrütet werden. Also das schon mal nicht. Ich glaube, die können sich auch gar nicht fortpflanzen. Also wahrscheinlich Erschwinderin. Die Erschwinderin. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die Runespore. Parsimündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? In den USA, glaube ich. Mont Gaelog in den Pyrenäen im Amazonas-Regenwald. Ich glaube im Amazonas-Regenwald. Nein, Ilvermorny befindet sich nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Isolde Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Verocitasirum Amortentia. Amortentia ist, glaube ich, der mächtigste Liebestrank. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Genau. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Nein, nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für noch ein Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Ja, okay, tschüss. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Revelio. Hey. Ich bin ja dumm hier, okay. Buch der Verwandlung, die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schüler helfen, die sich mit komplizierten Arten des Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Wahrscheinlich Professor ist es Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Keine leichte Lektüre oder sowas. Ah, ein Umhang. Okay. Kann ich hier hoch? Nö, schade. Okay. Dann
nicht, oder? Oder so, oder, ja, ich habe sowas keinen Plan. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Also ich habe irgendwo noch was gehört. Ah, ich habe es gefunden. Hier, was ist das? Der alte Bibliothekar. Okay, hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Okay. Wir haben einen Talentpunkt bekommen. Wie geil. Okay, was ist denn hier los, Alter? Okay, Talente. Zaubersprüche. Was haben wir hier? Okay, und das... Das ist eigentlich auch ganz nice. Dunkle Künste haben wir nichts weiter. Oha, oha, oha. Okay. Ah, genau das. Das habe ich nämlich auf meinem anderen Charakter gehabt. Ich habe einen privaten. Und da habe ich mich gewundert, hey, warum geht das hier nicht? Weil das ist eigentlich ganz nice, finde ich. Nope, der ist schlechter und der hier ist eigentlich auch schlechter und der hier ist auch super schlecht. Okay. Ach so, nee, warte, das war das Falsche. Wir haben 1008, na gut, das ist jetzt auch nicht so viel, glaube ich. So, was haben wir hier? Ah, wir haben das Ei eines schwarzen Hebridendrachen, das aus dem Kampfring der Wilderer geholt wurde. Ja, wir haben es gerettet. Können wir das irgendwo anbraten? Also nicht jetzt so richtig anbraten, dass es stirbt und so, aber so übers Feuer legen und dann einfach ausbrüten? Geht das oder ist das hier in diesem Spiel unmöglich? Das wäre nämlich sehr toll, finde ich. Okay, was haben wir hier? Dracheneffekte. Nachdem wir einen Drachen aus den Fängen des Wilderer befreit haben, will Poppy besprechen, wie es weitergeht. Ich soll sie in den drei Wesen treffen. Okay. Ach hier. Da war noch ein... eine Handseite. Ich dachte, ich hätte schon alle. Anscheinend nicht, aber die Folge ist schon wieder überlang. So wie es eigentlich immer ist. Und ja, das war's mit der Folge. Lasst auf jeden Fall Like und ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, kommentiert. Kommentiert die Kommentare und kommentiert die kommentierte Kommentare oder irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ciao. Mit V.